Ja, wir sind hier wieder zurück zu einem Spiel gegen Southampton, in einem zweiten Meisterschaftsspiel. Wir sehen auch für Liverpool und Manchester City haben die Meisterschaft nicht so gut begonnen. Ja, die Southampton ist noch hinter uns. Wir haben das erste Heimmatch und ja, Änderungen wird es keine geben. Natürlich hoffen wir jetzt auf ein bisschen mehr Glück zumindest, denn im letzten Spiel, da war an Glück gar nichts zu sehen. Oh, da geht er durch. Oh. Ja, das darf er nicht machen im Spätstand. In Kürze geht es los. Southampton auswärts hier bei Exeter City. In der Premier League. Ja, wo Holmingson und Meyer für die Tore sorgten. Einen eher, naja, spielerisch guten Spiel eigentlich. Nur defensiv war die Leistung dann nicht so okay. Ich habe mir das Spiel selber nochmal angeschaut, bisschen analysiert das Ganze. Der defensive Bereich war natürlich nicht so faszinierend und eben die letzten Pässe vor Tor oder da zum Beispiel diesem Ball nicht entgegenzugehen. Schön soll Robert von Sonn. Williams, Williams, das gibt's doch nicht, Williams! Das sind zwei, naja, eine hundertprozentige und mindestens eine 80-prozentige, wo ich schon fast dabei bin. Nächste Riesenmöglichkeit hier. Aber genau diese muss man dann halt irgendwann machen. Okay, Ball abgefangen. Milner. Aber es hat wieder erst beim zweiten Versuch geklappt. Sonnen wieder nicht. Und dann Gagné, erster Premier League-Treffer. Verdrängt Kramaric. Kramaric, Entschuldigung, Kramaric auf die Bank. Aber spielerisch natürlich ist das Team jetzt schon ein bisschen eingespielt. Das merkt man. Im Gegensatz zur Vorbereitung, da hätten solche Passstaffetten nicht gepasst. Southampton hat hier doch Probleme, muss ich sagen, bislang. War schon viel zu lange den Ball hier gehalten. Das ist das, was ich gemeint habe. Das ist der erste Torversuch von denen, ein richtiger Torschuss. Und der ist drin und da, durch so einen Fehler.
Den trifft er nicht einmal gut, Tadic. Da steht 1 zu 1. Son. Eckball. Das gibt's echt nicht. 1 zu 2 und wieder ein Schuss und drin war er. Irgendwas passt hier gewaltig nicht. Und 1 zu 3, Tadic macht den dritten Treffer. Und jetzt wird's bitter. The referee has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Oh, super Start auf jeden Fall schon. Hamad. Eckball. So weit vorgelegt vom Winner. Williams, das war nichts. Ersten zwei Wechsel werden jetzt durchgeführt. Schon billig, aber. Oh, Ludwig, Mann, auch zu weit vorgelegt. Ball.
Und komm mal, das ist Tor 2-3! Wow, schön! Atanga hat sich gelöst jetzt. Aber jetzt ist er doch ein bisschen schneller. Wow. Newcastle ist der nächste Gegner. Tadic. Ist das zum Fassen? Das ist fast jedes vorgenannte Tor, das ist. Atanga faul. Fourth official has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Niederlage, so leid es mir auch tut. Bisschen besseres Match war es, aber trotzdem nicht gut genug. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es gegen Newcastle anfängt. Bis dann, haut rein. Ciao.